Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Spezialsendung. Und bitte seien Sie nicht verwirrt, ich bin nicht der neue Moderator, sondern ich habe heute einen Gast hier, den ich persönlich interviewen wollte, weil ich gerade dran bin, ein Buch zu schreiben über Vitalstoffmedizin und über Pioniere in diesem Fach. Sie kennen ihn alle, obwohl er noch nie in einer Sendung war. Aber lassen Sie sich überraschen, bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Und hier ist mein Gast, Alexander Glock. Salut Heinz. Der Gründer, Leiter dieses Studios, dieses Fernsehsenders QS24. Herzlichen Dank, Alexander, dass wir diesen Spaß miteinander durchführen können. Meine erste Frage, warum hast du dieses Fernseh gegründet? Was war deine Motive dazu? Also ich habe ja von Komplementär- oder Ganzheitsmedizin ursprünglich überhaupt keine Ahnung gehabt. Null. Und als ich mal ein Gesundheitszentrum gegründet hatte mit Ärzten, Heilpraktikern und mit einer giftfreien Zahnheilkunde aus einer Zahnarztpraxis, habe ich plötzlich gesehen und gelernt, dass die Medizin viel mehr ist als nur das Verschreiben von Medikamenten oder eine Physiotherapie, also über das eigentliche Handwerkzeug, sondern dass es darüber hinaus noch ganz, ganz viel mehr gibt. Und dass ich da so eine Begeisterung gesehen habe, mein Gott, das ist ja so spannend, warum erfahre nur ich das oder so wenige Leute das? Das muss doch jeder wissen. Habe ich angefangen, einfach einzelne Sendungen in einem anderen Fernsehkanal zu platzieren. Einmal im Monat, irgendwann einmal in der Woche, irgendwann einmal am Tag, irgendwann zweimal am Tag, dann dreimal, viermal, fünfmal am Tag und irgendwann war der Punkt fertig und sagt, ich muss mich aus diesen Interessenskonflikten schauen, dass ich einen eigenen Sender betreibe und mich von der Medizin in der Geschäftsführung und der Leitung eines Gesundheitszentrums distanziere. Aber jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast keine Ahnung gehabt von Medizin und dann nachher sagst du, ich habe ein Gesundheitszentrum geleitet. Ja, es ist wirklich furchtbar. Also ich hatte mal eine fürchterliche Bauchlandung im Leben hingelegt, wie so viele Leute. Und daraufhin habe ich mich eigentlich meinem Herzen zugewandt, wo sehr stark nach Spiritualität gerufen hat. Und so habe ich mich dann auch mit Quantenphysik beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, dass innerhalb der Quantenphysik Dinge funktionieren, die tatsächlich eine Wirkung haben an Menschen. Und das wollte ich dann bei Menschen auch wirklich nachweisen. Da haben wir mit Herzratenvariabilitäten gearbeitet, mit EEG-Messungen und haben gesehen, das gibt's doch gar nicht. Es funktioniert. Kleines Beispiel, wenn du an einer Fensterscheibe ein Pentagramm malst, hast du eine andere HRV bei einem Menschen und wenn du das wegwischst, hast du wieder einen Stress. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe das zu Dutzenden nachvollzogen. Und dieses Pentagramm reicht schon geistig zu tun. Was wirken da für Energien auf einen Menschen? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber das hat mich fasziniert und das konnte mir Mediziner immer wieder testen, Studien machen, darlegen. Und so hatte ich dann eben einen Arzt im Haus. Und irgendwann haben wir dann gesagt, das müssen wir mit all der Bewilligungen, die wir gebraucht haben, ja eigentlich auch professionell den Patienten zugänglich machen. So hat das angefangen und dann wirklich jahrelang halt, es waren 7 Jahre lang habe ich das Zentrum geleitet, habe ich natürlich viel gesehen, viel gesprochen. Aber stimmt das, dass du einmal Naturheilpraktiker warst? Nein. Von der Ausbildung her? Nee. Ah, das war ein Gerücht, habe ich mal so gehört. Ja. Ich glaube, ich weiß natürlich jetzt mit meinen rund 5000 Interviews, die ich schon machen durfte, relativ viel. Aber ich habe nichts auf dem Papier, dass das legitimieren würde, hier irgendwie zu praktizieren. Ja, okay. Das waren die Anfänge. Jetzt mittlerweile gibt es über 6000 Sendungen. Du hast schon über 500 Referenten hier gehabt. Das sind alles Fachleute aus naturmedizinischen Fachrichtungen. Sag mal, wie kommt man an diese Leute heran? Ja, das ist extremst schwierig. Aber erst, das war am Anfang schwierig. Bis endlich mal der erste Stein ins Rollen gekommen ist. Du musst dir einen Namen aufbauen, eine Reputation, eine Marke, so dass man sagt, ja, kenne ich.
weil am Anfang hatten wir auch kein Geld. Also innerhalb des Fernsehsenders sind wir auch zweimal fast Konkurs gegangen, muss man auch sagen. Denn man hat im Fernsehbusiness keine Freunde. Du hast nur Feinde. Mhm. Und jeder will nur dein Bestes, dein Geld. Mhm. Und so habe ich eigentlich alle Fehler durchlaufen. Ein klassischer Fehler, muss ich dir erzählen. Am Anfang haben wir einen Satellitenkanal gekauft. Der hat uns 25.000 Franken im Monat gekostet. Wir waren auf Astra, der Satellit. Wir haben 35 Millionen technische Erreichbarkeit an Zuschauer. Aber unser Kanal auf Kanal 2400 irgendwas hat niemand gekannt. Wir hatten null Zuschauer. Also wie kann man nur so doof sein, einen Astra-Kanal zu machen ohne Zuschauer? Da brauchst du Geld für Marketing, oder? Ja. Alle klassischen Fehler gemacht, oder? Fürchterlich. Und alle, die es eigentlich wüssten, haben ja gar nichts gesagt. Oder? Die wollten ja eigentlich nur Geld, oder? Ja. Also so musste ich wirklich aus dem ein Business aufbauen, wo wie jeder Unternehmer mehr durch alle Fehler hindurch, um letztendlich ans Ziel zu kommen. Ja. Eine der ersten Gäste, die mir wirklich geholfen haben, weil sie mir vertraut hatten, war Rüdiger Dalbse. Mhm. Und der hat mir viele Türen geöffnet. Sein Fanpublikum hat er uns auch gegeben. Und daraus hat er mir zwei, drei neue empfohlen. Und dann kommt wieder mal der und der empfiehlt mir wieder der und der und der. Oder der Professor Urs Grube zum Beispiel, der öffnet mir ständig sein ganzes Beziehungsnetz, macht ein E-Mail zu deinen Kollegen. Die kann ich dann anschreiben und sie sind schon avisiert und ja. Ja, also ich freue mich sehr, weil auch für mich als Arzt, ich habe manchmal wieder Fragen zu bestimmten Themen. Ja? Schilddrüse als Beispiel, oder? Wo wir, was wir gelernt haben, einfach völlig ungenügend ist. Da habe ich schon oft von deinen Sendungen profitiert, durch die Gäste, die da waren. Ja. Das sind ja international bekannte Professoren, die auf dem Gebiet der Mikronährstoffmedizin forschen. Und, also, du sprichst jetzt Elmar Winnecke an, natürlich mit seinen unfassbaren Forschungen. Klar, aber viele andere. Und ich finde das unglaublich hochstehend und ich möchte dir ja auch danken für diese Arbeit. Und ich glaube, viele Zuschauer profitieren auch davon für ihre Gesundheit. Und mir geht es auch darum, diese Medizin, wie sie jetzt existiert, zu verändern, weil sie ist nicht auf den Menschen und auf die Heilung von vielen Krankheiten ausgerichtet. Und wenn wir durch neue Forschungen neue, einfache, oder bezahlbare, nebenwirkungsfreie Methoden kennenlernen, oder, da kann ich in einem fortgeschrittenen Arztalter immer noch profitieren. Mhm. Also mach weiter, bitte. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, es ist ja auch so, weißt du, das muss ich dir ja nicht erzählen, aber ich meine, der Patient hat auch immer das Gefühl, ich gehe zum Arzt und der macht mich schnell gesund. Ja. Impft mich mit diesem oder jenem, oder gibt mir eine Schmerztablette oder ein Pflaster oder operiert schnell, dass das Problem weg ist. Aber ich denke halt einfach, Prävention ist die viel bessere und günstigere Medizin, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Ja. Und wenn man ein Kind im Brunnen hat, das muss natürlich sofort raus. Schulmedizin, Gott sei Dank, sie kann das. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass wir die Ursache beheben, damit das Kind nicht mehr reinfällt. Ja. Nur rausnehmen und warten, bis wieder runterfällt, ist ja keine Lösung. Ja. Und genau hier ist es wichtig, dass wir eine Brücke bauen, eine Ergänzung zeigen, hey, hier haben wir Ursache und Präventionsbehandlung, hier holen wir das Kind aktuell aus dem Brunnen raus, dass die Lager miteinander sprechen und miteinander zusammen agieren. Das ist so meine Wunschvorstellung. Ja, meine auch, aber es ist schwierig. Oder? Man stößt auf Widerstände, die man nicht verstehen kann, wenn sie unlogisch sind. Absolut, aber also, doch, ich sage immer wieder, Erfahrungsheilkunde eines erfahrenen Arztes wie das von dir ist meiner Erachtens gleichwertig wie jede Doppelblindstudie. Ja, in der Praxis, ja, gebe ich dir recht. Wissenschaftlich wird das natürlich nicht so gesehen. Wer halt hat recht. Ja. Das ist gut. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das ein bisschen mein Motto ist, oder? Der schlechte Arzt behandelt die Krankheit, der gute Arzt verhindert die Krankheit. Ja. Also Prävention ist auch für mich ein wichtiges Thema, das aber kaum jemanden interessiert, weil es ist anstrengend, man muss ja was ändern. Ist so, ja. Genau. Jetzt, es gibt viele Sendungen, die eben ein bisschen abweichen von der Schulmedizin, von der Mainstream-Medizin. Und so wie ich weiß, sind auch schon Sendungen zensiert worden.
Abendblatt. Also nicht wenig, über 70. Über 70 Interviews sind okay. schon verschwunden aus dem Netz. Und da ist aus fadenscheinigen Gründen, oder? Weil irgendein Stichwort, das den Kanälen nicht passt. Also, und jetzt hat ja auch das WEF in Davos entschieden, dass nur noch Wahrheit verkündet werden darf. Oder glaube ich, dass Fake News schlimmer ist als Klimawandel und so weiter. Hier besteht doch die Gefahr, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse dann als Fake News interpretiert werden, obwohl es die Wahrheit ist. Hast du einen Plan, dich in Zukunft davor zu schützen? Der Trend war schon von zwei Jahren absehbar. Ja. Ich habe ganz kürzlich ein Interview gehabt mit einem sehr bekannten Psychologen, einem Psychoanalytiker, und der hat mir gesagt, die Welt tendiert immer mehr, insbesondere in der Politik, zu einem normopathischen Narzissmus. Und er hat mir das auch erklärt. Das heißt nichts anderes, dass das heute, das Schräge, das Falsche heute als normal verkauft wird. Und dass man wie ein Fanatiker letztendlich das versucht zu vertreten und in die Welt hinauszutragen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es ist schlichtweg falsch. Mit Waffen können wir keine Menschenleben retten. Aber das ist das neue Normal, das kranke neue Normal. Und hat mir das dann auch lang und breit erklärt. Wir haben gesehen, dass diese Tendenz schon lange da ist. Und heute, auch für mich als Moderator, ist es immer schwierig zu sagen, welche Sendung lasse ich zu und welche nicht. Professor Dr. Urs Gruber hat mir mal gesagt, das Medizinwissenschaftler, hat mir gesagt, was wissen wir denn schon? Wer nimmt sich das Recht zu sagen, dass das eine gut ist und das andere nicht? Zu mir kommen manchmal Dinge, die ich sagen muss, oh, Hilfe, ist das nicht Esoterik? Aber wo ist Esoterik und wo ist doch noch eine Information, ein Placebo, eine quantenphysikalische Schnittstelle, die doch noch wirkt? Nur schon, wenn ich daran glaube, kann es ja ausreichend sein. Ne? Was wissen wir denn schon? Nun, die WHO weiß einiges und sagt, so ist das Gesetz. Und die hat natürlich auch gesagt, diese und jene Informationen dürfen über YouTube oder Facebook nicht mehr raus. Das wissen wir schon seit der Corona-Krise. Ja. Jetzt kommt dann, nicht jetzt kommt, das war Ende August 2023, hat die EU noch einen Sonderbeschluss gemacht und gesagt, wir wissen noch genauer, was Fake News ist, und hat noch eins draufgehauen und gesagt, medizinische Aussagen, wie zum Beispiel ein Kaffeeeinlauf, ist Fake News. CDL ist Fake News, schwarze Salbe, DMSO, Borax, all die, das haben sie einfach so pauschal definiert. Teilweise im Zusammenhang mit Krebs, teilweise haben sie es einfach so stehen gelassen. Also was jetzt Fake News ist und was nicht, wir wissen es selbst nicht, oder? Es ist eine Gratwanderung. Fakt ist, ein Kaffeeeinlauf heilt keinen Krebs. Klar. Aber es geht auch nicht darum, es geht um eine Milieubehandlung, eine ganzheitliche Milieubehandlung des Menschen. Eine ergänzende Geschichte, um einfach den Darm, das kannst du besser erklären, letztendlich ein Milieu zu verändern. Und als wir diese ganzen Tendenzen gesehen haben, wie sich das alles so wandelt, haben wir gesagt, ja, wir müssen wohl auf einen Plan B aufbauen. Und dieser Plan B ist halt eine Art eigenes YouTube zu bauen, wo wir selber streamen und letztendlich auch die Gewähr haben, dass uns nichts gelöscht werden kann oder irgendjemand auf den Knopf drücken soll, alle Sendungen im Bereich der Ganzheitsmedizin verschwinden und nur noch Schulmedizin bleibt bestehen. Das wäre schade und daran haben wir gearbeitet. Aha. Also du hast die, alle diese Sendungen abgesichert? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich meine, wir haben es mehrfach abgesichert, natürlich. Ja. Aber heute haben wir eine Plattform gebaut, die heißt Wikisana. Das ist eine, eigentlich wollte mir eine App machen. Nur hat dann Google entschieden, sie lässt keine Apps mehr zu mit Gesundheitsaussagen. Dann sagt sie, ja, Plan B ist auch schon wieder gescheitert. Machen wir Plan C, ist eine Homepage. Ja. Und das läuft alles dort drüber. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum, so groß wie dieses Studio, also 5 auf 5 Meter, alles voller Server. Und wir streamen. Ja. Jetzt ist einfach das Ziel, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen wissen, dass es Wikisana gibt. Weil irgendwann kommt der Punkt, da wird man auf YouTube kein QS24 mehr finden. Das ist vermutlich der Trend in dieser
normopathischen narzisstischen Gesellschaftsformen. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, er heißt Vitalstoffmedizin. Ich habe da, weiß selber nicht, 350 Videos drauf. Dann bin ich auch gefährdet. Ja, solange du dich nicht übers Ziel hinwegschießt und plötzlich so ein Kaffeeeinlauf daherkommt. Es geht aber auch weiter. Homöopathie. Ich weiß nicht, Homöopathie wird in Deutschland groß diskutiert, als es als Fake News eigentlich verboten werden sollte. Wenn das der Fall ist, wie dann EU eine Bestimmung herausgibt und YouTube zwingt, die EU-Gesetze umzusetzen. Weil das wird ja nicht aus den USA dann kommen, sondern es wird von der EU gesagt, du. Ja. Und dann müssen die das, ob sie wollen oder nicht. Ja. Nun, wir sind ja nicht ein reiner YouTube-Kanal, wir sind ein Fernsehsender, Gott sei Dank. Und wir dürfen im Fernsehrecht aus der Schweiz heraus natürlich schon, zumal wir auch eine Abstimmung hatten innerhalb des Volkes vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, dass wir komplementärmedizinische Behandlungsformen ja haben möchten. Genau, das wollte ich sagen. In der Schweiz ist das ja alles, ich weiß nicht, ist das auf Verfassungsstufe, oder? Bin nicht sicher. Aber Komplementärmedizin wurde von 70% der Bevölkerung als wünschenswert abgestimmt. Ja. Oder? Und die Grundversicherungen müssen für gewisse Behandlungen bezahlen. Absolut. Für mich nicht immer die richtigen. Ja. Aber wir haben jetzt gerade einen Gerichtsfall in der Schweiz, wo es darum geht, dass Homöopathie nicht mehr bezahlt werden sollte. Und da sollte ein Richter entscheiden. Die Argumentation der einen Lager ist, Homöopathie wirkt nichts, es ist Charlatanerie, es ist Fake News. Und auf der anderen Seite haben wir eine Volksabstimmung. So, wie entscheidet der Richter in diesem speziellen Fall gegen das Volk für die Pharma oder für die Vertreter, dass das Fake News ist? Das wird auch in der Schweiz möglicherweise einen Stein ins Rollen bringen. Ja. Also unschön, sehr unschön. Ja, aber über den Fernsehsender können wir natürlich in ganz vielen Orten einspeisen. Ja. In Berlin speisen wir ein. Ihr habt ja verschiedene andere Fernsehstationen, welche die Sendungen, die hier produziert werden, dann kaufen, oder wie geht das? Nein, nicht kaufen. Also, mein Bestreben ist, die Geschenke, die mir die Gäste machen mit ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrungsheilkunde oder ihrer Wissenschaft, dass ich diese Geschenke möglichst vielen Menschen zugänglich mache. Und damit habe ich eine Zusammenarbeit gemacht, zum Beispiel mit Berlin, mit Tirol TV, in Baden-Württemberg mit einem Fernsehsender, und schaue, dass diese Sendung, wenigstens zwei Sendungen am Tag, bei diesen Sendern platziert werden, die es ihrs mit ihrem eigenen Logo versehen. Ja. Also nicht mit Kurs 24, sondern mit ihrem eigenen Logo und es ihren Zuschauern schenken. Und da meinten Leute in Berlin, das sei eine Sendung von TV Berlin, aber das ist doch gut. Ist doch egal, ich habe gestreut und was Gutes geleistet. Ja. Können wir sagen, dass wir eigentlich beide das gleiche Ziel haben? Oder? Ich habe ja mein kleines Buch, oder, das rausgekommen ist, heißt Medizin Reformator. Mhm. Das ist wirklich meine Vision, diese Medizin, wie sie jetzt existiert, die pharmalastig ist, zu reformieren und andere Aspekte, die wissenschaftlich begründet sind, zum Durchbruch zu verhelfen und den Menschen zu zeigen, es gibt auch andere Wege, die genauso hilfreich sind. Absolut. Sind wir uns hier einig in der Zielsetzung? Ich würde es vielleicht anders definieren. Ich glaube, du sagst Revolution oder eine Reform der Medizin. Ich zitiere ein paar Gäste von mir, die sagen mir, das bestehende System fährt mit 300 Stundenkilometer an die Wand. Ja, sehe ich auch so. Ja. Wenn wir nicht schnell agieren und diese ergänzende Sache bringen, mit Prävention reinbringen. Zum Beispiel, man hat da einen Naturwissenschaftler, der Dr. Pögerler heißt er, erklärt, er ist sehr stark involviert innerhalb der Weltgesundheit auch und hat mir gesagt, wie es in Japan abläuft. Mhm. Ganz spannendes Beispiel. In Japan ist jeder Einwohner in Japan musste Blutanalysen machen und die haben eine individualisierte Mikronährstofftherapie gekriegt. Jeder Japaner hat viel Geld gekostet in Japan und mit folgendem Effekt. Ich muss aber noch ausholen. Nach der WHO-Kriterium gilt ein Mensch als krank, wenn er mindestens 4 Indikationen hat. Hoher Blutdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, 4 Sachen. Und dann sagt man, dieser Mensch ist krank. Und dieses Krankheitssymptom haben wir in Europa während 20 Jahren.
Aha. Also ein durchschnittlich 60-Jähriger ist 20 Aha. Jahre lang krank Aha. und schluckt auf 4 Indikationen Aha. Tabletten. Aha. Japan hat das umgedreht. Mikronährstofftherapie für alle Patienten, alle Einwohner. Und die haben diese Krankheitsphase von 20 Jahren auf 2 Jahre reduziert. Aha. Und ich finde das ja mega spannend. 2 Jahre hat man gesagt, sogenanntes Sichtum ja. und in Europa 20. Ja. Das ist eine Studie, die besteht. Das zeigt uns, wie bedeutsam es ist, mit Mikronährstoffen, das ist ja genau auch dein Thema, ja. die Menschen so die Basis zu geben, damit sie Selbstheilungskräfte und Reparaturarbeiten überhaupt vollziehen können. Ja? Aha. Ja, das verstehe ich ja auch nicht, oder? Wir haben einen Stoffwechsel, wir sind biologische Wesen und das spielt in der Medizin keine Rolle. Die Grundlagen, oder? Ich sage meinen Patienten manchmal, das Auto läuft nicht. Der Automechaniker würde jetzt sagen, ja, machen neue Pneus oder Karosserie, andere Farbe. Aber es läuft nicht, oder? Mir kommt so vor, als ob das Zentrum des Lebens, der Stoffwechsel, der wird einfach nicht ernst genommen. Und dort müssen wir doch ansetzen. Und darum, ich weiß nicht, wie es dir geht. Warum verstehen das so viele Fachleute nicht? Ja, ich glaube, wenn man es länger erklären würde, schon. Aber das ganze Studium, das Medizinstudium, du hast es ja gemacht. Du hast die Telefonbücher auswendig lernen müssen, um die Telefonnummer zu sagen von XY, oder? Es ist natürlich... Ihr seid hochwertig gebildete Akademiker und habt gelernt, das zu machen, was euch gesagt wird. Ihr seid Spitzenverkäufer, wenn ich das so sagen darf. Also, ihr seid die Verkäufer der Pharmazie. Ja, nur habe ich das nicht gemerkt damals. Das merken dann auch die jungen Ärzte nicht, oder? Ich war hier, wenn ich das sagen darf, ausgenützt. Ja. Ich kann mich erinnern, wirklich gehört zu haben in Pharmazie-Vorlesungen, wenn ein Mensch krank ist, es gibt nur die Medikamente, die helfen. Alles andere ist minderwertig. Dieser Satz hängt mir noch in den Ohren. Ja. Ich habe gerade ein schönes Buch gelesen vom berühmten Andres Bircher-Benner, der alte Arzt da, 1800 irgendwas bis 1930, 40 herum, wie er plötzlich herausgefunden hat, dass Ernährungsumstellung auf schwerkranke Patienten eine unfassbare Wirkung hat. Und er hat ein Leben lang geforscht, wie kann das sein, was wirkt da? Und hat letztendlich ein Erklärungsmodell gefunden, was auch viele Physiker dann bestätigt haben. Aber er wurde diffamiert, er wurde diskreditiert, aber Erfolg hat ihm recht gegeben. Deshalb meine allerhöchste Achtung an Ärzte wie du, die 40 Jahre lang agieren und jedem Patienten suchen, ihm zu helfen, nicht mit 0815-Lösungen, sondern mit einer individuellen Lösung. Gut, ich habe es nicht 40 Jahre gemacht. Ich bin erst vor 15 Jahren schlauer geworden. Also, aber vorher 30 Jahre. Ja, ist okay, ist okay. Ist gut. Aber dein Wissen muss ja auch hinausgetragen werden. Deshalb bist du auch so ein wertvoller Gast, ja auch bei uns im Studio. Jetzt ganz was anderes. QS24 ist ein Familienunternehmen. Du hast 4 erwachsene Kinder. Ja. Deine Frau, sogar deine Mutter, arbeiten hier mit. Ja, sie ist jetzt gerade in der Regie, gell? Genau. Jetzt sag mal, funktioniert das gut? Ja, unfassbar gut. Ja, wirklich. Ich habe den Sender gegründet zusammen mit meiner ältesten Tochter. Und wir haben beide nicht viele Ahnung gehabt, sie viel mehr als ich. Oder? Ich konnte reden und rechnen und sie hat die Technik im Griff gehabt und so haben wir angefangen. Und jeder respektiert den anderen mit seiner Leistung. In schwieriger Corona-Phase hin war ich glücklich, dass ich meinen Sohn erlösen konnte von dem, was er erdulden musste bei seinem Job. Und die andere Tochter konnte ich ebenfalls erlösen von dem, was sie da leisten musste, auch in dieser Phase. Kamen zu mir, wollten ursprünglich gar nicht. Und jetzt sind sie so glücklich, hier etwas Gutes, etwas zu tun, was wirklich den Menschen was dient. Also, ich habe auch 4 erwachsene Kinder. Die machen nicht immer, was ich sage. Also ich bin kein Diktator. Ich weiß nur etwas, ein bisschen was. Aus der Unternehmenswelt habe ich viel gelernt, aber technisch, also meine Kinder haben alle ihren eigenen Bereich und da sind sie der Chef und ich der Lehrling. Ja, das ist gut und wir können auch miteinander diskutieren und kommunizieren. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das Glück habe, das machen zu dürfen und ich einfach so
geniale Kinder bekommen habe als Geschenk. Ist ja ein Geschenk. Ja, ist ein Geschenk. Wenn alle so gut herausgekommen sind und wir mit Herzblut das machen dürfen. Ja, geht mir auch so. Ich habe auch einen Sohn, ist in der Firma dabei und wir sind nicht immer gleicher Meinung, aber ich lerne viel. Mhm. Ich glaube, so erlebe ich dich auch, oder? Wir sind älter erfahren, aber die Jungen haben andere Ideen und die sind nicht immer schlechter. Ne? Ja, im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Oder? Also ich fühle mich dabei, natürlich auch in der Praxis, oder? Ich habe 9 MPAs, oder? Junge Frauen, und das hält mich jung. Ist das das ist sicher auch so, oder? Du hast vier eigene Kinder, die mitreden, die vielleicht mehr von Technik oder Social Media verstehen, aber da bist du bereit zu lernen. Ich lerne von ihnen viel, aber ich muss natürlich sie auch viel lernen. Du stellst Leute ein, aber was ich sehe, wenn man Leute einstellt, am liebsten möchten sie wenig arbeiten, viel Urlaub haben und es muss Spaß machen. Und ein großer Lohn. Ein großer Lohn, abgesehen. Das ist so im Moment so ein bisschen die Generation Z. Oder? Ja. Ich sehe einfach, innerhalb der Familie ist es eine andere Dynamik. Ja. Wir schauen nie auf Stunden, wir stempeln nicht, wir schauen nie auf Urlaub, wir haben oder wir haben keine, es spielt keine Rolle. Mhm. Wir sind erfüllt mit dem, was wir machen dürfen und wir sind total flexibel. Mhm. Man denkt immer wieder, ein Fernsehsender hat im Hintergrund 300-400 Leute. Habe ich gerade heute wieder einen Anruf gehabt von einem anderen Fernsehsender. Nein, Entschuldigung, nicht im Fernsehen. YouTube, ich habe heute YouTube am Telefon gehabt. Ja, die haben gesagt, wie viele Leute wir haben. Und gesagt, mit anderen und dran, wir sind vielleicht 10. Und die konnten es kaum glauben, weil wir schon 6.000 Videos hochgeladen haben in dieser kurzen Zeit. Und dann haben wir noch einiges diskutiert. Also man kann es kaum glauben. Aber wir sind so schlank und so effizient, das kann man fast nur in der Familie. Ja. Cool. Jetzt eine ganz andere Frage. Hinter dieser Arbeit steckt ein Wissenschaftsgremium. Mhm. Es geht ja um wissenschaftliche Sendungen. Es sind Ärzte, Professoren hier, die ihre Erkenntnisse weitergeben. Das muss ja auch irgendwo wissenschaftlich gesichert sein. Mhm. Kannst du dazu etwas sagen? Wie arbeitet dieses Wissenschaftsgremium, damit das, was über den Sender geht, auch wirklich evidenzbasiert ist? Also, wir haben verschiedene Formate, fast 30 verschiedene Formate. Und nicht jedes wird natürlich angeschaut, weil es gibt ja auch spirituelle Themen. Mhm. Spirituelle Themen sind für mich, ich sage das, die Königsklasse der Medizin. Aber ich möchte die Zuschauer abholen, wo sie stehen. Sie stehen meistens in einer Krankheit. Und da muss man sie abholen, wo sie stehen. Mhm. Aber dass die Psyche und das soziale Umfeld eines Menschen, sogenannte biopsychosoziale Resilienz dazu, ist das A und O innerhalb der Gesundheitsfindung eines Menschen. Und deshalb sind so spirituelle Themen, Persönlichkeitsentwicklungssendungen für mich auch ein wichtiger Punkt. Das wird jetzt nicht vom Gremium angeschaut. Das Format Naturmedizin haben wir. Mhm. Und innerhalb von der Naturmedizin unterscheiden wir zwischen Erfahrungsmedizin und Naturmedizin. Erfahrungsheilkunde können natürlich Dinge mal funktionieren, wie der Homöopathie, Bachblüten, Schüsslersalze und so weiter. Das ist nicht unbedingt so wissenschaftlich, aber erfahrungsmäßig. Naturmedizin ist doch zwischen Erfahrung und aber auch Evidenz, versuchen wir zumindest. Und das wissenschaftliche Gremium schaut auf diese Formate und sagt, da ist jetzt etwas gekommen, das kann ich so nicht stehen lassen, und interveniert, und da machen sie eine Sendung bei mir und machen eine Korrektur. Das heißt, also nachträglich. Wenn jetzt etwas schon über den Sender gegangen ist und jetzt kommen die Wissenschaftler und sagen, das war nicht korrekt, dann korrigieren wir es. Dann macht ihr eine Korrektursendung? Ja, genau. Okay. Ja. So ist es. Ja. Die Sendung ist zwar schon draußen, hat sicherlich Leute erreicht, aber ich meine, wir sind nicht da, um zu zensieren und zu sagen, unser Arzt, der jetzt gerade da ist, der macht das falsch. Aber wenn das wissenschaftliche Gremium mit Evidenz daherkommt und sagt, nee, das kann ich so nicht stehen lassen, dann stehen wir auch dazu und verbreiten das. Und dann ist es immer eine Sendung des Wissenschaftsgremiums. Aha. Und da haben wir einfach wirklich 4, 5, 6 Mal mehr Zuschauer einfach immer drauf, wenn die sprechen. Ja, es sind ja auch namhafte Professoren. Dein Wissenschaftsgremium sind meine Quelle oder meine Idole. Woher soll ich sonst über Regulationsmedizin etwas lernen? In den normalen Weiterbildungen höre ich kein Wort davon. Ja.
Und das sind diese, das sind etwa ein Dutzend, oder? Sind das, oder schon 25. Ah, schon. Ja, vom Professor Spitz, vom Schubert, vom Hockert. Die meisten habe ich schon gehört an Fortbildungen. Aber wenn ich da wieder einmal ein Thema, das mich interessiert, ich habe jetzt gerade eine 16-jährige Mädchen, die hat wahrscheinlich ME-CFS. Ich habe doch diese Krankheit noch nie gesehen, oder mal gesehen schon, aber nichts darüber gelernt. Ja. Da ist dein Sender für mich eine Wissensquelle. Ja, so ist es. Das könnten andere Ärzte auch gebrauchen. Ja? Was du vielleicht noch nicht weißt, in der Tat Plattform Wikisano, bleiben wir eben da, sind ja alle Sendungen drin. Ja. Wir haben jetzt von allen Sendungen die 30 Minuten Gesprächszeit von unseren Gästen herausgenommen. Weil wenn ich eine Sendung mit dir mache über Bauchspeicheldrüse, dann steht das Titel Bauchspeicheldrüse und die Sendung wird nur angeschaut von Leuten, die mit der Bauchspeicheldrüse was haben möchten oder auf der Suche sind. Aber während des Interviews redest du plötzlich vielleicht über den Darm, über den Vitamin D-Haushalt und so weiter. Das ganze Wissen in diesen 30 Minuten kommt ja nur den Leuten zu, die mit Bauchspeicheldrüse eine Affirmation haben. Gut. Wir haben alle diese 30 Minuten rausgenommen von allen 5000 Sendungen, in eine Suchleiste gelegt und eine KI darüber gelegt. Oh. Und wenn du jetzt auf Wikisano eingibst, mein Patient hat ME-CFS, auf was muss ich achten? Enter. Dann geht er in unsere eigenen Datenbank und gibt dir 10 bis 15 Ratschläge, die du in deine Sichtweise mit einbeziehen kannst. Mhm. Also es ist eine für als Zuschauer, als Patient eine Plattform in Eigenregie zu sagen, was könnte ich noch anschauen? Aha. Zum Beispiel habe ich kürzlich Haarausfall eingegeben, da kommt plötzlich kein Haarshampoo, da kommt Entgiftung, da kommen Mikronährstoffe her. Wenn ich Arzt wäre und einen Patient hätte und den versuche optimal zu beraten, dann würde ich auf der anderen Seite noch schnell Wikisano fragen, schauen, habe ich was vergessen? Ah, das wäre vielleicht noch ein Punkt, oder? Ja. Nicht jeder, der da kommt, wird zutreffend sein, aber das können ja die Ärzte und Therapeuten besser entscheiden. Aber es ist eine eigene Datenbank, die es weltweit nur einmal gibt. Aha. Und als ich jetzt diesen Schatz plötzlich hier bergen konnte, ich wusste ja nicht, dass ich diesen Schatz habe, habe ich übrigens nur dank der modernen Digitalisierung, dank der Nutzung von KI, das ist nicht immer böse. Ja. KI ist so gut, wie wir es nutzen. Ja, klar. Und jetzt sind wir uns am Überlegen, ob wir diese Datenbank, diese Suchleiste, wo alles drin ist, noch über eine KI übersetzen lassen in 20 verschiedene Sprachen, damit jeder Mensch auf der Welt die Chance hätte, in seiner Sprache die KI zu fragen, in unsere Datenbank, was sie noch in ihren Genesungsweg mit einbeziehen könnte, als ergänzende Sichtweise in Absprache mit einem Arzt. Ja. Damit es rechtlich auch schön sauber ist. Nicht gegen die Schulmedizin, sondern wir arbeiten mit, sodass der Arzt entscheiden kann, was ist gut für meinen Patienten und was nicht. Ja. Und das ist auch eine Kommunikationsfrage. Ja. Leute fragen wie immer, habt ihr Gegenwind? Nein, wir haben keinen Gegenwind, weil wir nicht böse sind gegen die Schulmedizin, sondern wir sind ein Brückenbau und sagen, mein Gott, das Kind muss raus, das Knie ist kaputt, das muss geflickt werden, bei akuten Dingen. Und auch eine Krebsbehandlung ist nicht immer schlecht, wie sie die Schulmedizin macht. Es gibt aber auch Labore, RGCC, hast du, glaube ich, auch schon gearbeitet. Ja. Also, wenn es mich betreffen würde, würde ich da ganz sicher schauen, was wirkt, welche Chemo wirkt, wenn ich überhaupt Chemo haben möchte. Dann würde ich doch schauen, es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Chemo und nicht immer fort. Na, viel mehr. Viel mehr. Ja, ja. Wahrscheinlich gegen 100. Gut. Und jetzt kann ich in einem Test schauen, welche Chemo überhaupt funktioniert in meinem Körper, auf meinen Tumor. Ja. Nicht jeder funktioniert. Also warum soll ich dann mal anfangen von A, B, C und wenn ich das überlebt habe, nehme ich noch D. Nehme doch gerade die funktioniert. Oder ich teste zum Beispiel, ob Curcumin oder die anderen Produkte besser wirken. Alles übers Labor, das ist ja Schulmedizin. Das stimmt, ja. Und das ist ein hochwertiges Labor, oder? Aber trotzdem fast überall abgelehnt. Ja, aber nochmals, der Patient ist auch selbstverantwortlich. Ja, ja. Ich meine, er muss auch wissen, dass Ernährung was tun muss. Viele Leute wissen ja, warum sie Krebs gekriegt haben. Also ich weiß nicht, ob ich über das Ziel hinwegschieße. Musst du mich korrigieren, bitte? Du bist der Arzt.
aber ich denke, sehr oft sind es auch Sachen aus dem Trauma, aus frühkindlichen Phasen oder aus einer Trennung der Mutter mit dem Vater und. Das sind schon Dinge da, die Wirkung haben. Jetzt bin ich versucht, jetzt Antwort zu geben und ich soll ja moderieren. Nein, du musst nur bestätigen, weil ich darf das ja nicht natürlich sagen, aber ein Arzt darf das. Natürlich. Krebs hat so viele Ursachen. Mhm. Und die am wenigsten entscheidende ist die Genetik, die heute als die Hauptursache angesehen wird. Mhm. Aber nur so viel von mir. Mhm. Ja. Wir möchten weiter von dir hören. Ich möchte noch wissen, was ist dein Ziel mit QS24? Mhm. Was möchtest du noch erreichen? Ja, das ist jetzt eine unvorbereitete Frage eigentlich. Ich werde mit Herzblut weiterhin die unfassbaren Schätze der Medizin dokumentieren. Und da rede ich jetzt nicht nur auch von traditionell europäischer Medizin, sondern zum Beispiel auch medizinische Weisheiten von irgendwelchen Schamanen, die auch Wissen haben, was ich auch gerne verbreiten möchte oder in die Datenbank integrieren möchte, die einfach als ergänzende Sichtweise da sind. Ich möchte Wikisana so bekannt machen wie Wikipedia, dass jeder, der eine Frage hat, kurz reingeht und schaut, ist irgendetwas, was ich machen könnte? Das ist wichtig. Und nochmals, die akute Bücherverbrennung, die läuft, ist ganz bedeutend und wichtig, dass die Leute einfach das Wort Wikisana gehört haben. Ja. Wenn es um Gesundheit geht, in Eigenverantwortung, sich eine eigenständige zweite Meinung zu machen. Ja. Und es wird lästig für die Ärzte. Ich sag dir's. Wenn wir solche gebildete Patienten haben, die mit so viel Wikisana-Wissen zum Arzt gehen, dann wird's eklig. Und ich freue mich darauf, denn wir bringen etwas in Bewegung. Ja. Jetzt hast du noch das Wort Bücherverbrennung erwähnt. Was meinst du damit? Ja, also konkret, bei uns sind jetzt über 80 Sendungen einfach verschwunden. Ja. Ich weiß nicht, was Fake News ist und was nicht. In der Corona-Phase hin war es einfach so, es gibt sehr viele milieuspezifische Wege. Wir wissen alle, was war zuerst da, der Erreger oder das Milieu? Da gab es die Versuche. Ja. Ganz klar hat man gesagt, auch in der Schulmedizin, das Milieu ist entscheidend. Und plötzlich kommt man davon weg und die ganze Schulmedizin redet nur noch von Erreger. Selbst in der Krankheit, das Milieu ist nie verantwortlich, nur der Erreger. Ja. Und wir bekämpfen nur den Erreger. Ist ja okay, bitte, aber auch das Milieu bitte gleichzeitig. Ich habe immer dafür tendiert, dass wir schauen, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Ich hätte mir vom Staat her gewünscht, hey, gebt allen Vitamin D3, Zwangsverordnung, bitte, wenn schon Zwang. Bitte Mikronährstoffsupplementierung. Ja, keine Angst verbreiten. Angst, wissen wir, das sind ja, da muss man auch nicht diskutieren in der Medizin. Angst frisst Seelen auf, oder? Natürlich. Wir hätten so milieuspezifische Dinge machen können. Ich rede jetzt nicht gegen die Impfung. Ich habe kein einziges Wort gesagt. Ich sage einfach, das hätte man machen können. Stattdessen hat jetzt die Schweizer Krankenkassen diese 20 Franken D3-Test aus dem Sortiment geschmissen, weil das Gesundheitssystem noch gerettet werden muss mit diesen 20 Franken. Oder? Ja, das wäre die wichtigste Messung überhaupt, aus meiner Sicht. Ist halt leider nicht so und ich verstehe es nicht. Und deshalb, je mehr das Volk weiß und breiter aufgeklärt ist, desto mehr können wir für uns selbst schauen. Es ist nicht, dass der da oben nach unten schaut und sagt, sondern ich glaube, wir müssen es unten tun, wir müssen es selbst tun. Ja. Meine Mutter weiß noch unfassbar viele gute Dinge, die früher einfach gemacht wurden. Essigsocken wickeln gegen Fieber, statt gleich ins Krankenhaus zu rennen und ein Aspirin zu holen, oder? Ja. Gut, und vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Die Vision für das ganze Gesundheitswesen, oder? Kannst du dir vorstellen, dass wir das durch dein Werk, das Gesundheitswesen in der Schweiz oder sogar in Europa, positiv verändert wird? Ich wünsche mir, dass wir noch 100-mal mehr Zuschauer haben als jetzt. Letztes Jahr hatten wir 80 Millionen Aufrufe an Videos auf unserem großen YouTube-Kanal. Fernsehzuschauer natürlich, das sind noch viel, viel mehr gewesen. Aber 80 Millionen Aufrufe in über 52 Ländern zeigt, wir haben viele Steine ins Wasser geworfen und die alle machen Wellen.
Und diese Wellen gehen wirklich ins Volk, nicht ins Gesundheitswesen, ins Volk. Und ich glaube, dass das Volk von außen her immer mehr in die Eigenverantwortung gehen wird und nicht mehr alles akzeptieren wird. Mhm. Immer nur sagt, ich muss jetzt sofort operieren. Und eine Krankheit, wenn es einen schon betrifft, ist wirklich versucht, auch ganzheitlich zu sehen. Warum habe ich diese Krankheit? Diese Frage wird nie gestellt. Ja. Warum? Und ich glaube schon, also ich glaube nicht daran, dass man persönlich das Gesundheitssystem, wie es jetzt ist, das ist so mächtig. Ja. Wir können nur hoffen, dass der Druck vom Volk unten, der den Arzt wirklich zum Leiden bringt mit Fragen, letztendlich die Ärzte dazu bringen, sich schneller mit der Ganzheitsmedizin zu beschäftigen, dass das Konkurrenzdenken aufhört. Ja. Wie konnten wir Schweizer so blöd sein und, Entschuldigung, doof oder weiß Gott was, um unsere Krankenhäuser zu privatisieren? Mhm. Wieso? Die müssen doch kein Geld verdienen. Das muss doch kein Profitzentrum sein. Wie kann das Leid eines Menschen den Profit eines anderen sein? Das geht doch nicht. Ich wäre dafür, dass diese Krankenhäuser wieder verstaatlicht werden und dass man gegenseitig miteinander agiert. Das heißt, der Fachmann X mit dem Fachmann Y zusammenarbeitet, dass ein Mensch mit Krebs zum Beispiel auch die Chance hat, mit einem Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten, der ihn auf der Traumaebene begleitet, mit einem Mikronährstofftherapeuten und. Das ist eine Vision. Und ich glaube, Vikrisana ist die Plattform, wo die Menschen genau das Wissen gesammelt sehen, dass ich verschiedene Interaktionen nutzen muss oder mir einen erfahrenen Arzt suchen muss, der sich damit schon auskennt. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe exakt die gleiche Vision. Und das ist mir auch bewusst, über die Behörden, über die Regierung bekommen wir keine Hilfe. Es muss von unten her eine Reformation stattfinden, indem wir Millionen von Patienten über Mikronährstoffmedizin informieren. Ja, ja. Was ich immer wieder höre, ist, ich kriege viele E-Mails, wirklich aus der halben Welt. Ja. Und die berichten mir einfach das, was wir in Vikrisana oder QS24 auf die Beine gestellt haben. Im deutschsprachigen Raum gibt es weltweit nicht ein zweites Mal, wird mir gesagt. Ich muss jetzt nur nachsprechen. Ja. Dass diese Schätze in vielen Ländern, das, was wir sagen, in vielen Ländern gar nicht erlaubt ist. Aber diese Plattform ist da und das Wissen ist da. Ja. Und wieso? Und das ist meine Hoffnung. Dieses Wissen innerhalb von Vikrisana muss sich weltweit verbreiten und das wird sich auch. Klar, ist es so, Vikrisana ist eine Plattform, da muss man ein Abo buchen. Ist halt so. Aber ich sitze jetzt jeden Monat auf Stromkosten über diesen Server. Ich kann das nicht selbst finanzieren. Das ist nicht möglich, oder? Wir haben jetzt eine Zugriffsmenge auf unsere Streaming-Plattform Vikrisana und das kostet mich jeden Monat jetzt schon um die 5'000 Franken nur Strom. Das ist ja Wahnsinn. Unfassbar. 5'000 und das ist ja nur ein Teil der Kosten, oder? Ja, ja. Aber wir haben jetzt die Energiewende und da haben wir genug Strom. Ja. Du, wir kaufen uns alle jetzt ein Elektroauto, um Strom zu sparen. Das sind auch so Widersprüchlichkeiten. Ich liebe das. Ich hatte mal eine Sendung gemacht, da saß an diesem Stuhl der Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe, und hier saß der Professor Stefan Hockertz. Ja. Und wir haben eine Sendung gemacht über Widersprüche und Paradoxien der aktuellen Gesellschaft. Ich konnte mich vor Lachen kaum mehr halten. Aber es ist wirklich so, es ist so lächerlich und doof, gewisse Dinge, die da jetzt laufen. Oder? Und wo ich mir solche Sorgen mache, wir haben Bücher bei Bingen gesagt, aber wenn man jetzt einen Blick nach Deutschland wirft und sieht, dass innerhalb dieser normopathischen, narzisstischen Gesellschaftsform, die da in der Politik läuft, man jetzt die Demokratie retten will, indem man eine andere politische Ordnung ausschließen möchte. Wie kann ein Verbot einer repräsentativen Völkergemeinschaft demokratisch sein? Für mich ist Demokratie reden miteinander. Ja, und der Mehrheitsentscheid gibt. Ja. Aber dass eine Regierungsform so viel Angst hat vor Gegenstimmen und sagt, ich muss diese Gegenstimme platt machen, dass wir so viel Angst haben, mal zu hören, hinzuhören, was die Wahrheit aus Sicht von Russland ist, was die Wahrheit aus Sicht von Palästina ist, was die Wahrheit ist von
von allem Verschwörungstheoretiker, die jetzt auch in Corona-Zeiten ja einer nach dem anderen alles recht hatte, einfach hinzuhören. Das ist für mich Demokratie. Und nicht dir sagen, du hast eine andere Meinung, ich mach dich platt. Ich diffamiere dich, ich diskreditiere dich, ich verabscheue dich, ich höre dir gar nicht mehr zu. Das kann doch keine Demokratie sein. Und das ist in der Medizin aber auch so. Es gibt nur noch die Hoheit und alles andere wird platt gemacht. Ja, das ist leider so. Und da reden wir vom Menschenleben. Und auf der politischen Ebene haben wir aber auch die genau gleiche Art und Form von Narzissmus. Tut mir leid, wenn ich das Wort so nenne. Ich möchte auch niemandem auf den Schlips stellen. Aber manchmal müssen wir doch einfach die Leute auch wachrütteln und sich zu überlegen, unsere Vorahnen haben gekämpft, dass wir eine Demokratie haben. Ja. Und wenn wir alles verbieten und nur noch die eine Regierungsform haben, die die Wahrheit verkündet, dann sind wir wieder bei der Bücherverbrennung, ja? Genau. Dann letztes Stichwort, wachrütteln. Damit beschließen wir diese Sendung. QS24 möchte die Menschen im medizinischen Bereich wachrütteln. Kann man das als Fazit von deiner ganzen Arbeit so stehen lassen? Ja, eigentlich auch die Naivität wegbringen, wie ich sie auch hatte. Kleines Beispiel, was ich immer wieder den Menschen sage. Als ich mein erstes Kind hatte, war ich sehr glücklich, da kam der Kinderarzt so, jetzt impfen wir das kleine Ding. Und ich sagte, ja, gerne, super, weil ich habe ja nie was anderes gehört. Ja, das war für mich alles okay, weil der Arzt, der weiß ja, was er tut. Heute habe ich einfach viel, viel mehr Erfahrungen und weiß, muss ich das überhaupt? Was ist eigentlich der Vorteil? Gibt es da Studien? Gibt es Risiken? Gibt es Nebenwirkungen? Ja klar, diese Mittelohrentzündung und allem drum und dran. Heute hinterfrage ich alles. Ja. Und auch, wenn man einem Krebspatienten Schokolade zum Essen gibt oder eine Glukoseinfusion, dann muss ich mir auch fragen, wieso? Wir wissen doch, dass ein Krebs mit Zucker wächst. Wieso dann eine Glukoseinfusion? Wenn ich das einen Onkologe frage, macht er mir große Augen und sagt mir, der Patient muss noch glücklich sein. Ja, hat er ja auch recht. Aber es ist nicht der Heilungsansatz, oder? Von dem her einfach aufwecken ist das richtige Wort, weil ich auch aufgeweckt wurde, weil ich einfach naiv immer alles geglaubt habe. Ja. Ich glaube heute noch viel, vielleicht in der Medizin weniger, aber ich falle heute noch in vielen, vielen Dingen ständig rein und denke mir, boah, da wurde ich ja auch manipuliert. Das habe ich auch immer geglaubt. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist doch erstaunlich. Ja, das ist wirklich so. Kapitalismus hat schon vieles kaputt gemacht. Nicht alles war gut da drin, das System. Klar. Menschlichkeit fehlt auch. Ja. Ich habe mal kürzlich eine Doktorarbeit gelesen von einem Arzt, der in einer mit depressiven Menschen gearbeitet und hat eine Studie gemacht und Antidepressiva verglichen mit Berührung und Achtsamkeit. Ja. Also er hat nur seine Patienten berührt und ihnen aufmerksam zugehört. Und seine Resultate waren mehrfach besser als die Antidepressivas. Ja. Wundert dich überhaupt nicht? Nein. Das ist revolutionär. Natürlich, Menschlichkeit ist bei uns an erster Stelle. Diese 10-Minuten Medizin, die ist furchtbar. Nur, wir sind immer weniger Ärzte, immer mehr Leute. Es ist in der Praxis eben schwierig, also umzusetzen. Also die Ärzte sind ja nicht schuld, dass sie nur noch 10 Minuten Zeit haben pro Patient. Warum muss man dann noch Ärzte zulassen oder Leute zum Arztstudium zulassen, die mit in Deutschland mit einer 1 abschließen oder in der Schweiz mit einer 6? Ja. Sollen nur die Leute studieren, die am besten auswendig lernen können? Das ist ja auch nicht richtig, oder? Nein, das sehe ich schon lange so, ja. Ja. Wir sind doch, du hast Freude an deiner eigenen Sendung, ich spüre das. Ich könnte ewig reden, weil es einfach schön ist, was wir machen durften. Und die Gäste, die ich da habe, sind ja auch unfassbar wertvoll. Ja. Und jetzt nicht nur innerhalb der reinen isolierten Medizin, nochmals, auch die Spiritualität von Sendungen, die wir machen. Mhm. Wenn ich da mit Menschen rede, Professor Dr. Eno Ezard Popkes, das ist ein Professor in Leipzig an einer Universität, aber auch im Dienste von Rom.
Der hat 40 Jahre Toderfahrungen gesammelt und kann heute als Wissenschaftler sagen, dass der Tod, das Endliche, so wie wir es eigentlich kennen, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Das, hey, das ist schön, das ist cool, das ist etwas, was Hoffnung macht, was Freude gibt. Jeder Zuschauer zu Hause, wenn er das hört, oder, ist wirklich mit dem Tod alles Ende oder nicht? Spannendes Thema. Und da kommen Dinge aus einer ganz viel, viel größeren Ebene hier zusammen. Ja. Wenn ich mit einem Mönch rede, über Sufismus rede, selbst ich habe eine Sendung in die Wirre gemacht über den Islam. Mhm. Wir Europäer haben ja Vorurteile ohne Ende über den Islam. Aber wie die Geschichte wirklich war mit diesem Mohammed, was er alles gemacht hat, dass die Frauen einen Kopfhut tragen mussten, durften, um ihren Busen zu verdecken, weil sie immer nackt waren. Das sind Dinge, habe ich noch nie gehört. Mhm. Hört sich doch vernünftig und ehrlich an. Dass sie mehrere Frauen haben durften, hatte auch nur deshalb den Grund, weil viele Männer im Krieg gestorben sind und die Frauen niemand hatten, der sie ernährt haben. Fand ich auch wieder ein guter Grund. Einfach diese Vorurteile abzuschaffen. Mhm. Buddhismus, Hinduismus, das sind ja Dinge, das ist... Und uralt, viel älter, als wir eigentlich unsere christliche Lehre haben, oder? Ja. Und selbst im Christentum, wo ich immer so einen Hals kriege, über die Dinge, die laufend aufgedeckt werden, über dieses Machtverhalten, dieses Strukturverhalten, das finde ich furchtbar, was wir da erlitten haben und heute immer mehr zum Vorschein kommt. Ich liebe solche Sendungen, weil es ist für mich Weiterbildung, meine Naivität loszulassen. Wir sollten den Spieß öfters umdrehen. Nein, da ist mein Platz. Du sitzt auf meinem warmen Stuhl. Okay. Ja. Wie war es auf dem heißen Stuhl? Ach, für mich ist es kein Problem. Nein. Ich rede ja gerne. Und das ist jetzt wirklich ein schönes Interview gewesen. Ich danke dir auch herzlich dafür. Und ich hoffe, dass dein Buch mit diesen Informationen... Ich danke dir, dass du den Spaß mitgemacht hast und ich mal auf diesen Thron sitzen durfte. Und ich freue mich für weitere Sendungen mit dir und oder deinen Moderatorinnen und herzlichen Dank wirklich für deine Arbeit. Ja, ich bin sehr froh, dass es das gibt und hoffe, liebe Zuschauer, Sie haben etwas Neues gehört, gelernt, wie QS24 gekommen ist, über die Ziele, über die Arbeit, um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und es wird noch viele weitere Sendungen geben. Und wir freuen uns, wenn Sie weiter treu bleiben. Bis bald.